Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen neuen Spot für den C4 Glitch zeigen nach dem neuesten Hotfix. Und zwar Leute, was ihr dafür erstmal braucht ist Juggernog und Selbstwiederbelebung und natürlich braucht ihr mindestens zwei C4. Die C4s bekommt ihr entweder aus den Drops von den Zombies oder ihr könnt euch für jeweils 500 normales Schrott an der Werkbank welches herstellen. Wenn ihr dann alles habt Leute, dann begebt euch Richtung Wohnzimmer. Das ist hier, wenn ihr am Spawn die hintere Tür aufkauft. So, ganz wichtig Leute, schaltet den Strom nicht an, weil wenn ihr den Strom anschaltet, dann kommen die Hunde und die können euch natürlich schaden. So, geht hier in diese Ecke, duckt euch Leute und lauft langsam so an der Wand entlang. So, wenn ihr dann hier an diesem Stein seid, dann guckt genau dorthin, wo ich hingucken werde, weil ansonsten greift der Zombie euch an. So Leute, ihr nehmt euer Fadenkreuz hier an dieser Metallstange da, links am Rand daneben. Guckt genau so, dann wird euch kein Zombie hitten. Und das Coole an diesem Spot ist, dass der Megaton auch nicht kommt. So, und für all diejenigen, die nicht wissen, wie dieser C4-Glitch funktioniert. Ihr braucht zwei C4s, Leute. Und dann wirft ihr einen hier gegen diese Wand. Und nach dem Werfen direkt spammt ihr die Taste, womit ihr euer C4 sprengt. Wie ihr seht, sprengt ihr dann euer C4 und hebt es gleichzeitig wieder automatisch auf. So, in diesem Spot könnt ihr auch natürlich diesen Makro, den ich vorher hochgeladen hatte, benutzen. Ich werde euch das nochmal in die Videobeschreibung packen. Für all die, die eine Razer Maus oder eine Razer Tastatur haben, können das dann AFK machen und hier AFK leveln. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne meinen Discord joinen. Dort beantworte ich eure Fragen oder mal Hilfe braucht oder sonst was. Ansonsten viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und wer noch kein Abo bei mir hat, kann das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.